So, wieder kurz zum Beppo, sonst gibt es wieder Stress mit euch. Jo Beppo, traditionell wieder aggressiv. Alles klar. Wie gesagt, Beppo auf Instagram, ich blende sie mal ein. Beppo Official am Start. So Leute, willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich habe heute was dabei. Jetzt hole ich es mal schnell raus. Oh, schauen wir mal. Schauen wir mal, was ich dabei habe in der Tasche. Ja, viele haben sich gewünscht und zwar habe ich einen Schlüssel dabei. Und ja, das ist der Schlüssel zu unserem Häusl. Und da fahren wir jetzt heute mal hin. Und ja, ich zeige euch mal das Häusl. Oder was als Häusl eigentlich ist. Ja, viele wollen jetzt ja nicht unbedingt aus Bayern kommen oder ja, Österreich. Wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, was das Häusl oder es Häusl ist. Also, ich meine, bei uns ist ja das Häusl. Viele wissen ja nicht, was das ist. Und ich denke, wenn ich das jetzt euch mal zeige, dann ist eigentlich einiges klar. Ich zeige jetzt nicht direkt, wo es ist. Also machen wir mal einen kurzen Schwenk, wenn ich angekommen bin. Also bis gleich. So, jetzt bin ich da. Oh, da ist noch, vom Vortag ist da noch ein bisschen was. So. Ja, das ist unser Häusl. Im Endeffekt, ja, eine kleine Hütte. So ein Art Treffpunkt eigentlich. So, jetzt schauen wir mal, ich habe nämlich mein Trunken-Flock-Helm oder mein Schalenhelm dabei, weil es hat gerade ungefähr, glaube ich, 35 Grad und mein Enduro-Helm habe ich keinen Bock jetzt da im Häusl rumzurennen. Also, ich bin mal kurz weg. So Leute, jetzt bin ich wieder da. Jetzt gehen wir mal runter und ich zeige euch einmal, wie man hochgeht. Ja. Das ist unser Häusl eigentlich relativ gut versteckt, sage ich jetzt einmal. Also wenn man es nicht weiß, findet man es nicht unbedingt. Gerade im Sommer, wenn alles zugewachsen ist. Die Treppe haben wir glaube ich erst vor 2 Jahren gemacht. Das war vorher nur so mit Holz irgendwie und Baustahl so reingehauen. Also ja, da sind schon ein paar Räusche runtergefallen über die Treppe. Kann man so sagen. Ja, aktuell im Sommer ist es eigentlich relativ schön. Da chillen wir da ein wenig heraus. Wie gesagt, gestern war wieder ein Tag, wo wir uns abends treffen. 2 Mal in der Woche ist immer so, sind so Standardtage, wo eigentlich immer was am Häusl ist. Da weiß jeder, ja okay, da ist was. Ab und zu wieder mal Pizza bestellt, das ist eigentlich schon ziemlich geil. Wir haben uns jetzt einen Pelletofen haben uns jetzt geholt, einen gebrauchten. Das soll relativ chillig sein, weil gerade im Winter ist immer das Problem, bis du da angeschüttet hast. Dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis da mal eine richtige Hitze ist im Häusl. Und da haben wir uns gedacht, hey, gebrauchter Pelletofen. Den stellst du irgendwie ein. Keine Ahnung, wenn du sagst, okay, der und der Tag wie immer. Wir wissen ja die festen Tage und dann ab der Zeit soll der einschönen und dann wenn wir in Häusl sind, dann ist da warm. Ist eigentlich schon cool. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja, jetzt aktuell, der Vorbau ist jetzt offen. Im Winter machen wir das immer zu. Da haben wir so vorgefertigte Wände, die müssen wir nur noch so rein. Plug and play. Nur noch so rein. Stellen, dann auch da eine Frontwand mit einer Tür. Deswegen steht da eben noch hier draußen ist eigentlich ein Ofen. Nicht, dass sich manche wundern, ich bin das komplett über dem Haus und haben hier draußen einen Ofen. Aber wie gesagt, das wird zugemacht im Winter. Und das ist eigentlich schon mal cool. Das ist praktisch der Vorbau vor dem Vorbau. Da haben wir noch einen kleinen Vorbau vor dem eigentlichen Häusl. Und da, ja, das ist so eine kleine Bar. Haben wir uns da eingerichtet, die wird quasi benutzt, wenn wir einmal im Jahr in unser Häuslfest haben. Und ja, da haben wir quasi die Außenbar eine kleine und innen eben auch noch eine Bar. Ja, Vogelnest ist auch am Start. Passt. Dahinter haben wir halt dann Holz, sage ich mal, gelagert. Im Winter. Oder jetzt halt auch. Ja, schauen wir mal, vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr, wenn wir jetzt den Pelletofen haben. So, jetzt schauen wir mal ins Häusl. Ja, da ist das gute Stück.
Ja, schaut gerade ziemlich assi aus. Ja, da ist schon lange nicht mehr aufgeräumt. Ja, ist eigentlich ein kleiner, chilliger Treffpunkt mit ziemlich großer Anlage. Die haben wir uns eigentlich mal gekauft, wenn wir fortfahren, nehmen wir die immer gern mit. Ja, ein Kicker ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen dreckig ist jetzt. Aber wir haben jetzt vor kurzem erst, ja, im Winter oder im Frühjahr haben wir, ja, ist ein neuer Boden reingekommen. Weil der war mittlerweile schon so fertig, Laminat. Wir wischen ab und zu raus und mit Schnaps und Bier und alles, was da rumfliegt und liegt und schwimmt, ist da, ja, über die Jahre ist er dann einfach aufgeweicht. Aber der hat auch lang gehalten, eigentlich so ein Billiglaminat. Ich glaube, keine Ahnung, 10 Jahre. 10 Jahre, ja. Ja, ein paar Augen neu gemacht, ein bisschen. Darf ja sein. Ja, was das jetzt begehrt, eigentlich alles da. Kleiner Computer zum Auflegen immer Menge. Wie gesagt, aktuell ist es ein bisschen umgeräumt, weil ja, wir mehr draußen chillen jetzt bei dem Wetter. Ja, das ist immer das Häusl. Da treffen wir uns immer ein bisschen. Machen einen drauf, manche spielen Kicker. Kühlschrank natürlich, braucht man. Das sind so Kicker-Turniere, machen wir ab und zu einmal am Häusl. Dann, ja, das ist dann dadurch entstanden, ein bisschen so. Übrigens, der Sieger der Herzen ist dann der Marv geworden, wie ihr seht. Da oben ist ein bisschen so. Ja, früher haben da eigentlich viel drauf. Da ist eigentlich eine Couch oder eine Matratze war da früher. Da haben wir mal ein paar, ja, in den Rausch ausgeschlafen. Das war mal recht cool. Ich glaube, jetzt würde ich mich da nicht mehr drauflegen, weil es schon ziemlich versifft ist. Wodka am Start, Wodka-Cola ist klar. Also, Wodka-Cola ist eigentlich das Hauptsächliche, was bei uns gesoffen wird. Ich glaube, was anderes. Ja, Asbach oder so wird bei uns eigentlich gar nicht gesoffen. Wir kaufen bloß einen Asbach, wenn Feste sind oder was. Ja, also wie gesagt, Cola und viel Booster, also Energy wird auch gesoffen bei uns. Und halt hauptsächlich Bier. Das Bild. Ja, zu dem Bild gibt es eigentlich auch eine kleine Story. Das habe ich einem Kumpel zum 30. Gemalt oder geairbrushed. Ich habe früher, viele, die mich auf Instagram schon lange verfolgen, wissen, dass ich früher so mal airbrushed habe. Das war so ein kleines Geschenk für einen Kumpel zum 30. Alle ein bisschen vom Häusl aufskizziert. Grünes Blondes, soll ich mir eins gönnen? Oder vielleicht doch ein Wodka-Cola. Ja, und das ist eigentlich unser Häusl. Also, das ist quasi eigentlich nicht Esshäusl oder. Sondern es ist ein Häusl ist ein Gegenstand, Häusl ist ein Treffpunkt. Das ist, wie gesagt, in Bayern ist es eigentlich gang und gäbe, dass sowas wie Häusl oder Bauwagen, das gibt es eigentlich in Bayern, ja, eigentlich fast in jedem dritten Dorf gibt es sowas. Auf der Häusl Instagram-Seite gibt es einen Text, eben wo nochmal Häusl ein bisschen erklärt ist. Das müsste der zweite Post sein. Ich kann einmal in die Beschreibung den Link reinmachen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ist recht cool geschrieben. Ja, wie gesagt, Häusl ist eigentlich Begriff in Bayern. Häusl Bauwagen, es gibt viele, es gibt Altenstädter Häusl bei uns, es gibt Wöllenreuther Häusl, es gibt Frodersreuther Häusl, dann gibt es einen Dumsenreuther Bauwagen bei uns, also da gibt es alles. Wurzer Häusl, da war ja vor kurzem, ja, vor kurzem war ja schon Fest, vom Bauwagen zum Beispiel. Und ja, das ist eigentlich ein Begriff. Und das ist eigentlich ein Treffpunkt, da treffen wir uns und wir am Häusl sind eigentlich Leute, also es geht von, ja, die Jüngste ist jetzt, glaube ich, 18 oder was. Und ja, der Älteste müsste jetzt auch schon 45 sein, glaube ich. Also da ist echt alles vertreten bei uns und das ist eigentlich recht cool immer am Häusl. Hier werden auch Geburtstage gefeiert, einmal im Jahr mindestens Spanferkel grillen, Frühshoppen einmal am Sonntag. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, dann kriegt ihr das alles ein bisschen mit, den ganzen Blödsinn, den ganzen Scheiß, was wir machen. Wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe quasi und da wird halt immer ausgemacht. Da heißt es zum Beispiel, ja, hey, Sonntag, Nachmittag, wie schaut's aus? Und schreibt man sich Samstag zusammen, hey, wie schaut's aus? Sonntag, Nachmittag, ein bisschen grillen. Ja, da wird halt der Grill angeschürt. Und dann wird halt mal an einem Sonntagnachmittag schön chillig gegrillt, ein paar Bierchen getrunken, Wodka-Cola gesoffen. Und das ist eigentlich so geil, weil gerade, sag ich mal, umso älter wie man wird, ich meine, viele werden das jetzt noch nicht so mitkriegen, aber ja, gerade vielleicht auch in meinem Alter ist es so, dass man sich halt im Freundeskreis viel verläuft. Man kriegt Familie, man trifft sich halt nicht mehr so oft.
Und das ist eigentlich ein Treffpunkt, da gehe ich in 10 Jahren, da gehe ich in 15 Jahren noch her und weiß, an den zwei Tagen, mindestens an den zwei Tagen, ist immer was los am Heisel. Und ja, das hat man eigentlich so oft nicht mehr. Und das ist eigentlich, was Heisel ausmacht, was das Ganze eigentlich ausmacht. Und ja, das, wie soll ich sagen, das feiere ich eigentlich extrem. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen zum Heisel. Es ist ein kleines Häuschen, ein Treffpunkt. Wir treffen uns da mindestens zweimal in der Woche. Wenn nicht sogar öfters, dann wird es halt ausgemacht. Machen wir jetzt da wieder den Schatten dicht. Für uns hat eigentlich jeder einen Schlüssel vom Heisel. Also, ja, ich denke, mehr braucht man immer noch zu erzählen. Schaut einmal vor Heisel vorbei, seit Freitag offen. Macht, glaube ich, Donnerstagabend wieder zu, also nur für kurze Zeit. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, macht es. Ich werde jetzt einmal in die nächstliegende Stadt fahren und mir ja, ein Hähnchen holen. Habe ich Bock drauf. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's gut. Euer Sipp vom Heisel. Ciao.